Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit will sich in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus zur Flüchtlingspolitik in der Hauptstadt äußern. Die Stellungnahme ist für diesen Donnerstag angemeldet. Am Dienstag hatten Flüchtlinge das Zeltlager auf dem Oranienplatz nach 1,5 Jahren selbst abgebaut. Sie zogen in ein bis dahin leerstehendes Hostel. Zuvor hatte das Camp für Streit innerhalb der rot-schwarzen Landesregierung gesorgt. Wowereit und die SPD verhinderten die von Innensenator Frank Henkel geforderte Räumung. Den Abbau der Hütten und Zelte handelte schließlich Integrationssenatorin Dilek Kohlert aus.